Hallo und herzlich willkommen zum Screencast zum Fernzugriff von ZB Med. Ich bin Greta und ich zeige Ihnen heute, wie die Nutzung und Registrierung funktioniert. Der Fernzugriff bietet Zugriff auf über 30.000 E-Books und E-Journals aus dem Bereich der Lebenswissenschaften, das heißt aus den Fachdisziplinen Medizin, Ernährung, Gesundheit und Pflege sowie Umwelt- und Agrarwissenschaften. Und das Ganze ist kostenlos. Und ich zeige Ihnen jetzt erstmal die Landingpage vom Fernzugriff. Genau, das ist die Landingpage vom Fernzugriff und die findet man unter fernzugriff.zbmed.de. Und hier findet man auch alle Informationen und auch die Vorteile, die der Fernzugriff bietet. Wie eben schon erwähnt, über 30.000 wissenschaftliche E-Journals und E-Books, kostenfrei nutzbar, rund um die Uhr erreichbar. Es wird regelmäßig aktualisiert und erweitert und man kann es eben von überall nutzen. Und man findet Inhalte von Top-Verlagen wie Elsevier, Wiley oder Springer, aber auch noch von vielen mehr. Um sich zu registrieren für den Fernzugriff, benötigt man einen virtuellen Nutzungsausweis von ZB Med. Den kann man auch auf der Landingpage beantragen. Und dafür muss man einfach das Anmeldeformular für den Benutzungsausweis einmal ausfüllen. Um einen virtuellen Benutzungsausweis von ZB Med beantragen zu können, benötigt man einen Hauptwohnsitz in Deutschland. Deswegen muss man hier auch einmal die Adresse angeben und dann diesen Hauptwohnsitz auch nachweisen. Und das kann man, indem man den Personalausweis hochlädt. Dafür gibt es hier diese Felder und da lade ich jetzt einfach einmal einen eingescannten Personalausweis, einmal die Vorderseite und einmal die Rückseite hoch. Sollte man keinen Personalausweis haben, gibt es auch andere Möglichkeiten. Und zwar kann man auch einen Reisepass, einen Führerschein oder einen ausländischen Ausweis in Verbindung mit einer Meldebescheinigung oder einem elektronischen Aufenthaltstitel hochladen. Und sobald man das alles ausgefüllt hat und hochgeladen hat, schickt man es ab. Dann wird es alles von ZB Med überprüft. Und sobald wir damit fertig sind, kriegt man die Anmeldedaten und alle Informationen zum Fernzugriff per E-Mail zugeschickt. Sollte man bei den Dokumenten, die man hochladen will, Daten unkenntlich machen wollen, die wir nicht benötigen, ist das kein Problem. Das Wichtige ist, dass der Name, die Adresse, das Geburtsdatum und wie lange das Dokument noch gültig ist, sichtbar sind. Und die Dokumente werden auch, sobald sie überprüft worden sind, wieder gelöscht. So, jetzt kann es auch schon in die Nutzung gehen. Es gibt verschiedene Wege, den Fernzugriff zu nutzen. Ich zeige Ihnen heute zwei dieser Wege und ich fange an mit dem Bookmarklet. Dafür ist zu beachten, dass das Bookmark, also dass die Lesezeichenleiste im Browser angezeigt wird, um das Bookmarklet vom Fernzugriff per Drag and Drop dort abspeichern zu können. Das geht ganz einfach und dann kann es auch mit der Literaturrecherche losgehen. Und man recherchiert, wie man das kennt, und will auf Literatur zugreifen. Das geht nicht, weil es eine Bezahlschranke ist. Dann klicke ich auf das Bookmarklet, melde mich hier mit den Daten an, die ich von ZB Med bekommen habe und dann können wir gucken, was passiert. Und zwar was ganz, ganz Tolles, denn jetzt ist dieser Artikel frei verfügbar für mich, weil ich den Fernzugriff nutzen kann. Ich habe mich jetzt einmal angemeldet, das heißt, im Normalfall sollte ich jetzt angemeldet bleiben und mich nicht jedes Mal wieder neu anmelden müssen. Genau, das war ein Weg, den Fernzugriff zu nutzen. Ein weiterer Weg wäre das LiVivo-Suchportal. Und da suche ich auch einfach nach der Literatur, die mich im Moment interessiert. Und ich finde ein E-Book, welches mich interessiert und ich kann sofort sehen, Zugriff für angemeldete ZB Med-Nutzerinnen und Nutzer. Das heißt, ich hatte mich ja vorhin schon angemeldet. Jetzt habe ich sofort den vollen Zugriff auf das E-Book und kann dieses für meine Literaturrecherche verwenden. Genau, und das so einfach ist es auch schon, den Fernzugriff zu nutzen und kostenfreien Zugang zu über 30.000 E-Books und E-Journals zu erhalten. Sonst weitere Informationen sind auch alle auf der Landingpage zu finden und was auch
auf der Landingpage findest, ist, welche Inhalte alle im Fernzugriff enthalten sind. Dafür unter Vorteile, Inhalte im Fernzugriff, wenn ich da drauf klicke, dann ist hier einmal die gesamte E-Book-Sammlung aufgelistet und eben auch alle E-Journals und Artikel, die im Fernzugriff enthalten sind. Bei Fragen können Sie sich auch immer gerne melden. Die Kontaktdaten finden Sie auch auf der Website. Und ansonsten sind auch alle Informationen nochmal in der Infobox zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!